Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir die Brötchen, die wir euch angekündigt haben. Lasst uns anfangen. Ich habe schon ein wenig vorbereitet. Wir brauchen Mehl, einmal 400 Gramm, dann nehme ich gerne den 00er. Dann brauchen wir 100 Gramm Roggenmehl, eine Packung Trockenhefe, etwas Salz und 340 Milliliter etwas warmes Wasser, lauwarmes Wasser. Ich mache jetzt mal eine 340 Milliliter Wasser. In dem Wasser, da löse ich jetzt die Trockenhefe drin auf. So. Nun stelle ich sie erstmal beiseite. Stelle den Topf drauf. Stelle ihn auf 0. Dann nehme ich 100 Gramm Roggenmehl. Dann kommt 400 Gramm normaler Weizenmehl, 00. So, dann muss ich bei 500 aufhören. Dann kommt das Salz dazu und das Ganze rühre ich jetzt einmal durch, dass das Salz und die beiden Mehlsorten sich einmal hier schön vermischen vorher. So. Jetzt rühre ich das nochmal leicht an hier. Und gieße das da rein. Und jetzt wird es ein bisschen laut. Weil jetzt werde ich das Ganze 3 Minuten lang mischen. Das dauert ein wenig. 3 Minuten sind 3 Minuten. Aber es lohnt sich. Das Ganze kommt dann für 24 Stunden in den Kühlschrank. Kann aber auch ruhig länger im Kühlschrank stehen und gehen. Hinterher packt man die gerne oder wir machen die gerne in Tour. In die Mikrowelle auftauen und dann nochmal in der Fritteuse kann man die dann aufbacken. Und wie lange halten die in der Truhe, Hadi? Die kannst du ewig in der Truhe einlagern. Ich würde sagen, ein halbes Jahr auf jeden Fall. Man kann jetzt Brötchen davon machen oder auch ein Baguette. Das ist egal. Der Teig ist für alles gut. Das Ganze decke ich mit Frischhaltefolie ab. Und dann kommt das für mindestens 24 Stunden im Kühlschrank. Guckst du, ich Schlaufuchs, ich habe gestern schon einen Teig angesetzt, damit wir heute weitermachen können. So, jetzt streue ich Mehl auf die Silikonbackmatte. Warte, so. Immer gerne Mehl benutzen, wenn man mit Teig arbeitet, damit das auch was nicht so an die Hände klebt. Ich hatte ja auch schon mal ein halbes Jahr auf dem Bäckerwagen gearbeitet, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf dem Wochenmarkt Brötchen verkauft und Brot und Kuchen. So, ich habe mich jetzt einmal in den Teig, in den Mehl, habe ich den gedreht und jetzt mache ich daraus eine Wurst. Eine schöne, gleichmäßige Wurst mache ich davon. Jetzt steche ich ein Stück ab. Wälze das Ganze ein bisschen in Mehl, damit es händelbar ist und forme dann mein Brötchen daraus. Und weiter geht's. So,
Jetzt kommt es für 4 bis 5 Minuten, decke ich es ab. Da habe ich extra ein Tuch für. Und lasse das erstmal stehen. Und jetzt bereite ich den Ofen vor. Auf Ober- und Unterhitze. 210 Grad. Und den lasse ich jetzt erstmal warm werden. Jetzt kann ich hier ein bisschen aufrollen. Das kratze ich wieder ein bisschen zusammen, damit das wieder in die Tüte kommt. Mit der Silikonbackmatte ist es echt praktisch. Man muss nicht viel wegschmeißen. Man kann alles wieder benutzen. Jetzt ist es soweit. Der Backofen ist heute vorgeheizt. Ich nehme jetzt das Tuch runter. Nimm das Backblech und jetzt kommen die vorgefertigten Brötchen auf die mittlere Schiene bei 210 Grad in den Backofen. Unten fülle ich noch etwas Wasser rein, damit da eine gewisse Luftfeuchtigkeit reinkommt. Jetzt stelle ich die Uhr auf 15 Minuten, weil dann kommt das Wasser wieder raus und die werden fertig gebacken. Gleich. So, die ersten 15 Minuten sind rum. Ich nehme mir jetzt die Feuchtigkeit raus. Man sieht schön, dass es qualmt. Jetzt kommt die Klappe dazu. Ich stelle jetzt auf doppelte Oberhitze. Stelle ich nochmal auf 11 Minuten, immer noch 210 Grad, aber bei der doppelten Oberhitze. Erst wird der Backofen ausgestellt, die letzten 11 Minuten sind um. Vorsicht! 210 Grad und 210 Grad. Und guckt ihr, wie die aussehen? Ich lege sie jetzt, damit sie auch von unten auskühlen können, auf das Gitterrost drauf. Jetzt sind sie nicht schön geworden und genauso gut schmecken sie auch. Wie gesagt, wir frieren sie ein. Wenn wir sie aus der Truhe holen, wie gesagt, kurz in der Mikrowelle eine Minute auftauen, dann packen wir sie in die Fritteuse für 4 Minuten bei 180 Grad. Nicht zu viel reinpacken, lieber 2-3 Mal. Beim zweiten Mal und beim dritten Mal nur 3 Minuten bei 180 Grad. Nicht wieder die 4 Minuten. Und schon habt ihr die schönsten und leckersten Brötchen von der Welt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Guckt euch an, wie schön die Brötchen aussehen. Und sie sind genauso lecker, so wie sie aussehen. Gebt uns einen Daumen hoch, backt sie nach, sagt uns Bescheid, ob es euch geschmeckt hat oder ob ich irgendwo helfen kann. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Über jede Reaktion von euch freuen wir uns. Bis dann, tschüss. Ciao.